Auf dieser Folie sehen Sie nochmal die zentralen Argumente zusammengefasst. Dass Menschen unter einer gemeinsamen Gewalt allgemein verbindliche Regeln und Entscheidungen unter sich herstellen lassen, das ist schon ausnahmeartig. Viel häufiger in der Geschichte ist, dass es kleine Gruppen gibt, die miteinander rivalisieren, in denen persönliche Herrschaft funktioniert, wo also Clans miteinander ringen. Dass es sowas gibt wie eine durchstrukturierte Herrschaft, gar noch in der Hand einer einzigen Partei, das ist die Ausnahme. Und wenn es eine einzige Partei ohne Gewaltenteilung ist, ist es auch Gottlob eine Ausnahme. Der Partizipationsgrad der Gesellschaft, auch der ist ganz unterschiedlich. Dass Leute überhaupt sich an Politik beteiligen, das ist etwas Seltenes. Auch dass erwartet wird, dass man sich an Politik beteiligt, ist etwas Seltenes. Das haben im Grunde erst die Griechen und die Römer erfunden. Davor ist jahrtausende lang Apolitizität, Zurückhaltung der Regierten vor der Einmischung in der Politik die Regel gewesen. Es ist ganz und gar ausnahmeartig, dass Bürger sich nicht nur beteiligen dürfen, sondern man auch sie zur politischen Beteiligung nachgerade hintreibt, wie das nun freilich so manche Diktaturen tun, die als Modernisierungs- oder als Erziehungsdiktaturen die Gesellschaft eben in Wallung bringen und alle am Gemeinschaftswerk mitarbeiten lassen wollen, wobei eben das Nachteilige ist, dass eine kleine Elite vorschreibt, was das Gemeinschaftswerk wäre. Unter demokratischen Bedingungen würde das ausgehandelt und ausdiskutiert. Und obendrein ist es so, dass in den meisten Gesellschaften, die es gegeben hat und auch in der Gegenwart gibt, die Regierenden zufrieden sind damit, dass die Leute so denken, was sie eben denken. Nur nicht in die überkommenen Mentalitäten eingreifen. Es könnte ja etwas dann nicht mehr so funktionieren wie zuvor. Dass man Einfluss nehmen will darauf, wie Menschen nachdenken, auch das ist eher selten, eher neueren Datums, das nennen wir Ideologisierung. Und das macht wieder einen unserer üblichen dreidimensionalen Merkmalsräume auf. In einem Eck finden wir das, was man nennen kann, starken Autoritarismus oder totalitäre Herrschaft, wo sozusagen der staatliche Zugriff auf die Bürger auf das Maximum gesteigert wird und deswegen in der Regel auch zerplatzt wie eine Seifenblase. Am anderen Ende finden wir einen Zustand, der gar nicht so selten in der Geschichte war, nämlich Staatlichkeit am Rande. Manches funktioniert in kleinen Gruppen, aber so richtig verlässlich auch nicht. Und der Übergangsbereich dazwischen, der weist vielfältige Mischformen und Übergangsformen auf mit Diktaturen und einigen Demokratien und so weiter. Und das ist der Bereich, um dessen näheres Verständnis wir uns dort insbesondere in den kommenden Stunden bemühen wollen, wo wir von Demokratien sprechen. Dass starker Autoritarismus, dass Totalitarismus meistens sich nicht aufrechterhalten lässt, weil er einfach zu viele Ressourcen bindet und im Fall von Totalitarismus eine Gesellschaft sozusagen gegen ihren Strich bürsten will, eine Gesellschaft ein neues Wertesystem aufzwingen will. Und weil Autoritarismus immer wieder Leute auch demotiviert, weil ihre Freiheitsrechte, ihre Mitwirkungshoffnungen enttäuscht und deswegen so ein Staat sich schwer tut, stabil zu bleiben, das haben wir an anderer Stelle schon besprochen. Und dass von marginaler Staatlichkeit immer wieder versucht wird, festere Strukturen aufzubauen, auch das ist in der Geschichte immer wieder zu beobachten, sei es, dass Leute mit einer Situation des Bürgerkrieges wirklich nicht mehr zufrieden sind und zur Vernunft kommen, sich einigen, provisorische Macht einsetzen, sei es, dass irgendjemand, der glaubt, er sei von Natur aus zum Regieren bestimmt, ein persönliches Regiment aufrichtet, das sich dann konstitutionalisieren und auf Dauer stellen kann. Das alles sind die hier üblichen historischen Erscheinungen. Und wenn wir nun das auf dieser letzten Folie beschriebene nun einfügen in unseren Gesamtkontext, in unsere Gesamtgliederung politischer Systeme, müssen wir eine kleine gedankliche Operation machen. Das ist unser Würfel von vorhin mit der marginalen Staatlichkeit und den starken autoritären Regimen. Den kippen wir im Vergleich zur vorigen Folie. Dann haben wir marginale Staatlichkeit links unten und starken Autoritarismus rechts oben. Tja, und das setzen wir nun in unseren üblichen dreidimensionalen Merkmalsraum hinein. Und dann haben wir einen Überblick über die politischen Systeme, so wie wir sie für unsere Zwecke gut gliedern können und haben die Dimension, funktioniert ein Staat halbwegs oder ist er marginal, ringt er um seinen Bestand auch noch mit abgebildet. Was sind die Auswege aus solcher marginaler Staatlichkeit? Nach all dem, was wir wissen, ist der einzige Ausweg der, dass eine gut funktionierende autoritäre Diktatur errichtet wird.
Demokratien haben so unglaublich viele Voraussetzungen, dass solche politischen Systeme nicht nach Wunsch und Vorstellung und schon gar nicht in beliebig kurzer Zeit entstehen. Das, was meistens funktioniert, ist der grobe Systemtyp einer Diktatur. Und wenn Menschen das Glück haben, dass sie auch noch tüchtige Leute, wohlmeinende Leute an der Spitze einer Diktatur haben, die auf gutes Regieren Wert legen und nicht nur auf Selbstbereicherung, dann kann hier Stabilität entstehen, dann kann eine Kultur heranreifen, in der irgendwann so etwas wie Rechtsstaatlichkeit, Verfassungsstaatlichkeit entsteht, vielleicht sogar Verlangen nach Demokratie und die Fähigkeit, Demokratie zu organisieren und auszuhalten. Das heißt, im Gegensatz zu dem, was im Westen lange Zeit geglaubt worden ist, dass es also reicht, autoritäre Diktaturen zu bekämpfen und dann wird die Welt reif für Demokratie, ist es genau andersrum. Wenn man vorzeitig Demokratie einzurichten versucht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass überhaupt Stabilität und Ordnung zerfallen und wir Zustände wie in Syrien oder in Libyen bekommen. Richtiger ist es, zunächst mal auf Stabilität hinzuwirken, wozu Diktatur der übliche Weg ist, innerhalb von Diktaturen auf gutes Regieren, worum sich etwa die chinesische Diktatur durchaus bemüht, und dann darauf zu hoffen und das Wünschenswerte dafür zu tun, dass in solchen Gesellschaften sozusagen der Virus der Freiheit und der Virus des Wunsches nach politischer Teilhabe sich verbreitet, samt den kulturellen Fähigkeiten, so etwas wie politische Konkurrenz und Unterliegen bei Abstimmungen gemäß dem Mehrheitsprinzip auch zu tolerieren. Dann kann Demokratie entstehen. Und wenn Sie das mitgenommen haben aus dem, was Sie bislang verhandelt haben, dann ist es schon gar nicht wenig. Wir haben also die Staatsformen im Überblick uns angesehen. Blicken wir noch ganz kurz auf einige Pathologien politischer Systeme, die Sie aber alle aus Ihrem Einführungskurs schon kennen sollten. Aber machen Sie sich nochmal die Dramatik klar. Das politische System ist sozusagen eine Maschinerie zum Politikmachen, eine Maschinerie, um auf abgegrenzten Teilen der Erde über benennbare Bevölkerungen in verlässlicher Weise allgemein verbindliche Regeln zu setzen, allgemein verbindliche Entscheidungen herzustellen. Und diese Maschinerie, die ist ziemlich kompliziert. Sie besteht aus einer Gesellschaft, die als moderne Wissensgesellschaft ihrerseits sehr hochgradig differenziert und auch von Konflikten durchzogen sein kann. Es gibt das zentrale politische Entscheidungssystem, das man verschieden zu organisieren vermag, etwa der Freiheit willen mit Gewaltenteilung, was dann, wenn es schlecht konstruiert ist, natürlich auch zu Politikblockaden führen kann. Wie viele Institutionskerne es gibt, ob drei in der europäischen Tradition mit Exekutive, Legislative und Judikative oder deren mehr, das ist rein historisch kontingent, da gibt es sozusagen keine göttliche Vorsehung, die da irgendetwas vorschreibt. Politische Systeme halbwegs komplexer Art haben dann auch noch Verwaltungsstrukturen, sie haben Massenmedien, die ihrerseits große Dynamik entfalten können aus der Gesellschaft, gibt es Forderungen ans politische System. Das politische System fängt was damit an, im Idealfall entscheidet es, kommt zur Regelsetzung und Regeldurchsetzung. Das alles wirkt sich aus in der Gesellschaft, im Idealfall so, dass Probleme gelöst und nicht verschlimmert werden. Und dann reagiert die Gesellschaft darauf, entweder indem die Gesellschaft sagt, ja toll, wie wir regiert werden, eine ganz tolle Superregierung in einem Supersystem, oder die Leute sagen, die Regierung taugt zwar überhaupt nichts, aber das System ist in Ordnung, bei der nächsten Wahl wird sie abgelöst, die Regierung. Ein solcher Kreislauf, wo dann Unterstützung fürs politische System entsteht, man beteiligt sich an Politik, bezahlt seine Steuern, übt Gesetzesgehorsam, einen solchen Kreislaufprozess nennen wir Legitimität. Und dann läuft alles rund, aber wie schon eingangs gesagt, eine solche Maschinerie ist so kompliziert, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es Defekte in den einzelnen Systembereichen gibt. Und damit kommen wir auf einige Pathologien politischer Systeme, die eben von Voraussetzungen abhängig sind, die sie nicht nach Belieben selbst reproduzieren können. Es kann sein, dass sich die Gesellschaft entdifferenziert, etwa weil es zum Bürgerkrieg gekommen ist und Wirtschaft zusammenbricht, wie in Libyen, wie in Syrien. Dann haben Sie eine Gesellschaft, die auf sehr primitive Niveaus zurückgeworfen ist, obschon es noch Krankenhäuser und Intellektuelle und so weiter gibt, aber ihr angemessener Lebensraum fehlt, in dem sie so gute Dinge machen könnten, wie es in freiheitlichen und stabilen Gesellschaften möglich ist. Also die Gesellschaft kann sich entdifferenzieren, polarisieren,
in Zerstörungen sich ergehen. Das zentrale politische Entscheidungssystem kann einschrumpfen auf einen Machthaber, der dann nach Lust und Laune bombt oder zerbombt oder Leute umbringt oder Krieg führt oder dies oder jenes macht. Darunter ab und zu Sinnvolles, meistens nicht ganz so Sinnvolles. Es kann sein, dass das politische Entscheidungssystem überhaupt seine Autorität einbüßt, weil es seine Machtmöglichkeiten einbüßt, seine Glaubwürdigkeit einbüßt, weil keiner mehr freiwillig gehorcht. Und dann verzichtet man irgendwann darauf, folgenreiche Entscheidungen zu treffen. Man ist zufrieden, wenn der Präsidentenpalast nicht besetzt wird, wenn die Hauptstadt halbwegs in eigenen Händen bleibt und wenn auswärtige Mächte einen zumindest an den Krippern oder Futtertrögen der Macht halten. Die Verwaltung, ja, sie kann unter solchen Umständen oder auch davor schon korrupt geworden sein, ineffizient geworden sein. Mitunter wird Verwaltung auch gewalttätig, die Polizei, die Justizvollzugsanstalten, um zunächst abzuschrecken, um zunächst die eigene Frustration über die Sinnlosigkeit des eigenen staatserhaltenden Tuns auszuagieren. Die Massenmedien, sie können schon unglaubwürdig geworden sein oder sie werden es jetzt, weil sie nicht mehr frei berichten können und dann glaubt man den Journalisten nicht, was sie sozusagen im obrigkeitlichen Auftrag verkünden. Es sinkt der Grad der Unterstützung in der Gesellschaft. Man gehorcht nur noch aus Furcht, nicht mehr, weil man das Staatswesen als irgendwie sinnvoll erachtet. Irgendwann verzichtet man auch darauf, überhaupt noch Forderungen an die Politik zu stellen, weil es eh ganz sinnlos ist. Dann bricht also auch dieser Zweig der politischen Maschinerie zusammen und es entsteht der Zustand, den wir Illegitimität nennen. Das System hält sich dann vielleicht noch rudimentär durch Macht aufrecht, aber hinter ihm steht keine innere Bejahung seitens der Regierten, die ja von so einem System auch relativ wenig haben. Das Traurige ist, dass das ein ziemlich weit verbreiteter Zustand politischer Systeme ist, weil eben politische Systeme Ausnahmen sind und Staaten nichts Natürliches sind. Und Staaten, wenn man sie nicht kunstvoll aufrecht erhält, schnell entgleiten. Das Resultat sind jene gescheiterten Staaten, von denen wir ausführlich gesprochen haben. Eine zweite Pathologie hat sozusagen mit historischen Entwicklungsprozessen zu tun. Es kann ja sein, dass eine Gesellschaft von Haus aus nicht sonderlich differenziert ist, sehr trivial ist, dass ein politisches Entscheidungssystem von Haus aus noch nicht ausdifferenziert ist, so wie eben die Geschichte von Regierung und von Staatlichkeit zu unseren Jäger- und Sammlerzeiten angefangen hat, wo es auch noch keine Verwaltung gab, die dann erst später entstand, meistens unterfinanziert, weil die frühen Staaten keine ausreichenden Möglichkeiten hatten, Ressourcen aus der Gesellschaft so abzuschöpfen, dass sie einen verlässlichen Staatsapparat aufbauen könnten. Und wenn der Staat keine vernünftige Verwaltung hat, muss er sozusagen herrschaftsteilige Dienstleistungen von den wirklich regionalen Mächtigen für sich in Anspruch nehmen. Dann entsteht so etwas wie ein Lehenswesen oder Militärführer werden mit Territorien belohnt und sie müssen dafür Grenzsicherungsaufgaben übernehmen. Auf diese Weise geht dann sozusagen Staatsleitung und persönliche Herrschaft Hand in Hand und Machtkontrolle ist dann schwer möglich. Massenmedien gab es am Anfang auch noch nicht, bevor man sowas wie Buchdruck kannte, war es ohnehin schwer, größere Menschengruppen zu erreichen. Was machte man? Man schickte in die einzelnen Dörfer oder Städte Trommler, Herolde, Ausrufer in der Hoffnung, dass sich vom Hörensagen etwas weiter verbreitet. Eine zielgerichtete Einflussnahme auf öffentliche Meinung war unter solchen Umständen natürlich schwer möglich. Dass ein solches System, das die Gesellschaft nicht richtig zu durchherrschen vermag, auch bei der Setzung und Durchsetzung von Entscheidungen und Regeln defizitär ist, liegt auf der Hand. Dass dann die Bevölkerung vom Staat auch nicht sonderlich viel erwartet, liegt auf der Hand. In Russland gab es das Sprichwort, der Himmel ist hoch und der Zar ist weit. Also erwarte nicht viel von der Regierung, der Gutsherr ist wichtig für dich. Und hoffe nicht, dass wenn der Gutsherr dich ungerecht behandelt, dir irgendeine Obrigkeit zu Hilfe kommen könnte. Sei Opportunist, arrangiere dich, schau, dass du dein Leben ungefähr fristest. Mit der Vorstellung eines selbstbewussten Bürgers, wie es in der antiken griechischen Zivilisation wirkungsmächtig in unsere Denk- und Politikgeschichte entlassen worden ist, hat so etwas natürlich nicht das Mindeste zu tun. Und natürlich haben solche Leute auch nicht sonderlich viel Lust, sich einzusetzen für den Bestand ihres politischen Systems. Kommt ein Usurpator, der ihnen mehr verspringt als der bisherige Herrscher, ja mein Gott, dann fliegen dem oder der die Herzen zu und das ganze System ist und bleibt instabil.
Auch das ist ein sehr weit verbreiteter Zustand politischer Systeme, wo eben Systembildung, Staatsbildung noch nicht weit fortgeschritten ist. Dort funktioniert alles nur sehr rudimentär und auf Legitimität, also Stabilität, die aus innerer Zustimmungsbereitschaft der Regierten kommt, soll man sich ja nicht verlassen. Das noch einmal vor Augen geführt habend, hoffe ich, dass Sie Folgendes nun vor Augen haben und nie wieder vergessen. So etwas wie ein Staat ist absolut ausnahmeartig, ist höchst voraussetzungsreich. Und Achtung, wir sprechen hier nur vom Staat selbst, noch nicht einmal von der Wunderform des demokratischen Staates. Es sollte ferner klar sein, welche Folgen der Export europäischer Staatlichkeit, die eine ganz besondere Form von Staatlichkeit ist, welche Folgen der Export der europäischen Staatlichkeit in große Teile der Welt nach sich gezogen hat, in Teile der Welt, in denen die kulturellen Voraussetzungen für den europäischen Staat nicht bestanden. Verlässlichkeit der Regierung, Legitimität, ein klar geregeltes Verhältnis von Religion und Politik, Bauen auf Vernunft, Gewaltenteilung. All das sind Dinge, die europäisch sind, aber außerhalb von Europas in dieser Kombination nicht da waren. Und es sollte klar sein, wie man politische Systeme in komplexeren Weisen gliedern kann, als in der einfachen Weise, die wir im Basismodul politische Systeme uns vor Augen führen. Wir wollen jetzt von schöneren Sachen sprechen, als von Staaten insgesamt oder gar von Diktaturen. Der ganze Rest des Semesters wird nun handeln von Demokratien. Und über die ist viel Schönes zu sagen, freilich nicht nur. Die Leitgedanken dessen, worum es bei Demokratie geht und die Grundformen von Demokratie, sind aus dem Basismodul politische Systeme bekannt und wurden in der letzten Stunde auch noch knapp wiederholt. Jetzt lautet die analytische Frage, ja, da gibt es totalitäre Diktaturen, autoritäre Diktaturen und Demokratien, da gibt es Übergangsformen, klar, aber wie genau lassen sich die Übergangsformen zwischen autoritäre Diktatur und Demokratie analytisch erfassen? Davon wollen wir ausführlich handeln. Wir wollen handeln davon, was denn die besondere Leistungsfähigkeit von Demokratien ist und von welchen Faktoren es abhängt, wie leistungsfähig Demokratien sind. Und wir wollen darauf achten, was denn genau die Voraussetzungen für diese so komplizierte Staatsform, die wir Demokratie nennen, ist. Und am Schluss wollen wir dann noch die Frage nicht nur stellen, sondern auch beantworten, wann denn Demokratie stabil ist, wann sie konsolidiert ist nach der Phase ihrer Aufrichtung. Und das mündet dann in die praktische Frage, was kann man dafür tun, dass Demokratien stabil werden, nachdem sie geworden sind. Das ist unser Fahrplan. Wir beginnen mit Robert Dahl, einem ehedem sehr einflussreichen amerikanischen Politikwissenschaftler, der vorgeschlagen hat, anstelle des etwas idealistisch klingenden Begriffs der Demokratie, das Volk herrscht, wobei jeder weiß, dass es das Volk nicht gibt und das Volk mit dem einen klaren Willen erst recht nicht gibt, dass man also an die Stelle eines Begriffs, der irgendwie behauptet, ein homogenes Volk mit homogenem Volkswillen würde sich selbst regieren, der einen wirklichkeitsnäheren Begriff zu setzen versuchte. Der Begriff, den er vorgeschlagen hat, heißt Polyarchie, kommt wie alles Gutes, wenn es nicht aus dem Lateinischen kommt, aus dem Griechischen. Polys heißt auf Griechisch viel, wie bei der Polygamie. Man heiratet verschiedene Lebensabschnittsgefährten, nicht sequenziell, sondern gleichzeitig. Und Archie kommt von Archein, herrschen. Polyarchie ist ein System, in dem verschiedene herrschen, regieren. Das ist etwas, was wir in anderer Sprache in der Regel als Pluralismus bezeichnen oder als dezisive Gewaltenteilung bezeichnen. Dahl brachte das auf den Begriff der Polyarchie und hat einen schönen, einfachen Theoriebaustein geliefert. Er sagte, man kann die politischen Systeme danach gliedern, was es sich denn zwischen den politischen Eliten tut, die regieren, und der Bürgerschaft, also den Regierten. Einesteils muss man darauf achten, wie viel Wettbewerb gibt es. Also wie viel Unterschiedlichkeit im Wünschen, im Wollen, im auf etwas hinwirken, gibt es einesteils unter der politischen Elite, andernteils unter der Bürgerschaft. Genau das ist es, was wir in anderen Theoriekontexten als Pluralismus bezeichnen. Und zweite Dimension, wie viel Partizipation gibt es? Das heißt, wie viele und welche Möglichkeiten haben die Regierten,
darauf Einfluss zu nehmen, was die Regierenden mit ihnen veranstalten. Und tatsächlich, das ist ein sehr einfaches Modell, in dem man sehr Wichtiges für die Entstehung dieser komplexen Staatsform, jetzt in unserer Sprache namens Demokratie, erkennt. Es braucht als Grundelemente von Polyarchie nach Dahl die folgenden und alle stimmen für Demokratien. Es braucht das Recht auf freie Meinungsäußerung, wobei freie Meinungsäußerung auch heißt, dass man keine Angst davor haben muss, seine Meinung zu äußern. Weil dann andere zum Johlen, zum Schreien anfangen und zu sagen, weg mit so einem Kerl, so eine Meinung hat man nicht zu haben. Existenz pluralistischer Informationsquellen, die wechselseitige Alternative bieten. Gemeint ist damit nicht, dass die einen Medien Fakten und die anderen Medien alternative Fakten bieten, sondern dass in das Mediensystem dem gerecht wird, was Sie alle aus der wissenschaftstheoretischen Fundamentalausbildung kennen. Jeder Blick auf Wirklichkeit ist einen einer bestimmten Perspektive. Es nimmt sich für einen Muslim die Welt anders aus als für einen Atheisten, für einen Schwarzen anders als für einen Grünen. Und in jeder Perspektive sieht man einen Teil der Wirklichkeit in bestimmter perspektivischer Verzerrung und in bestimmter Selektivität. Und weil die Welt in der Regel komplexer ist als der eigene Blick auf die Welt, ist es sehr hilfreich, von verschiedenen Perspektiven die Wirklichkeit anzusehen und für einen politischen Prozess, der gegründet ist auf das Mitmachen der Bürgerschaft, ist es nachgerade unverzichtbar, dass die Bürgerschaft aus verschiedenen Perspektiven auf die öffentlichen Dinge zu sehen in der Lage ist und eben dafür braucht es ein pluralistisches Mediensystem. Idealerweise eines, wo man nicht den Eindruck hat, das eine ist die Lügen- oder die Lückenpresse und das andere, das sind die authentischen Nachrichtenquellen, weil sie politisch inkorrekt sein wollen oder aus einem bestimmten mit K beginnenden Verlag kommen. Nein, sondern weil einfach die Pluralität von jeweils in sich verlässlichen Quellen vorhanden ist und geschätzt wird. Es braucht ferner für so eine Polyarchie, also eine Demokratie in der bei uns eingeführten Sprache, Versammlungsfreiheit, Assoziationsfreiheit, Koalitionsfreiheit, also das Recht der Bürgerschaft, sich zu gesellen, und zwar zu politischen Zwecken, und zwar ohne, dass man erst den Staat fragt, dürfen wir das überhaupt? Und es braucht einen politisch-kulturellen Zustand, in dem man anderen politischen Vereinigungen oder Parteien nicht ihr Existenzrecht bestreitet, so nach dem Motto, euch darf es eigentlich gar nicht geben. Und damit es euch wirklich nicht gibt, verhindern wir eure Parteiversammlungen, von euren öffentlichen Demonstrationen gleich ganz zu schweigen. All das hat mit Polyarchie, mit Demokratie nichts zu tun. Es braucht das aktive Wahlrecht. Und wenn wir hier auf eine Folie mal gucken, da sehen Sie hier abgetragen den Anteil von Männern, die wahlberechtigt sind an der gesamten männlichen Bevölkerung. Das Frauenwahlrecht wird ja erst im 20. Jahrhundert schrittweise eingeführt, sodass die Gründungsphase von modernen, auf Wahlrecht gegründeten Demokratien ohnehin im 19. Jahrhundert liegt. Und Sie sehen, wie das in manchen Staaten sehr schnell ansteigt, wie das in manchen Staaten nach oben krabbelt und auf alle Fälle, dass auf das aktive Wahlrecht gegründete Demokratien ein Kind der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind. Und dass Frauen das Wahlrecht haben, kommt in Europa erst nach dem Ersten Weltkrieg, in manchen Staaten erst nach dem Zweiten Weltkrieg zustande, in manchen Schweizer Kantonen erst in den 1970er Jahren. Es braucht das passive Wahlrecht, also dass Leute aus der Bürgerschaft das Recht haben, selbst politische Ämter einzunehmen. Also nicht darauf warten müssen, dass ein anderer im Weg der Erbfolge oder der Kooptierung ein mit Macht ausgestattetes Amt erhält, sondern jeder darf selbst sagen, ich, erfolgreicher Immobilienunternehmer, möchte amerikanischer Präsident werden. Dass manche Donalds das sagen dürfen, ist in Ordnung. Wenn sie dann gewählt werden, stellen sich dann manche Leute anschließend die Frage, ob sie ihr aktives Wahlrecht ordnungsgemäß ausgeübt hätten. Aber das muss uns jetzt nicht weiter umtreiben. Es gehört zur Polyarchie das Recht, politische Eliten um Wählerstimmen und um Unterstützung zu konkurrieren. Das heißt im Klartext das Recht auf ungestörte Wahlkampfführung. Einem solchen Recht widerspricht es, wenn Wahlkampfstände systematisch demoliert werden, wenn Wahlkampfplakate abgerissen werden, wenn man Wahlveranstaltungen stört. Ich meine, dass man alternative Sichtweisen durch Trillerpfeifen und durch Sprechchöre zum Ausdruck bringt, das ist hinzunehmen. Aber die Veranstaltung selbst darf nicht unterbunden werden. Man muss konkurrieren können. Und im Übrigen besteht die richtige Weise,
politische Parteien zu bekämpfen, die man nicht mag, darin, sich auf die Konkurrenz und Wählerstimmen einzulassen. Also die Wählerschaft davon zu überzeugen, dass die X-Partei zu wählen an Dämlichkeit nicht zu überbieten ist, wohingegen die Y-Partei genau die richtige wäre. Es gründet Demokratie auf Argumentation und nicht auf Gewalt. Und sobald man auf Gewalt zurückfällt, indem man den anderen einfach verdrängen will, statt sich mit ihm in den kommunikativen Nahkampf einzulassen, begibt man sich auf die schiefe Ebene einer Beschädigung und eines Zerfalls von Demokratie. Zur Demokratie, zur Poliarchie gehören faire und freie Wahlen. Also nicht nur, dass die Form des Wählens da ist, dass es also in Wahllokalen schon eine Wahlkabine gibt, aber vielleicht die wechselseitige Erwartungshaltung, dass wer keinen Dreck am Stecken hat, der muss ja auch die Wahlkabine nicht aufsuchen. Denn in einem freien Land hatte jeder Bürger das Recht, sich der Einheitsliste der regierenden Partei anzuschließen. Das ist keine freie Wahl. Eine freie Wahl ist, wo man konsequenzlos für sich selbst seine Stimme der X, der Y oder einer sonstigen Partei geben kann. Und es braucht, damit Demokratie oder Poliarchie besteht, Institutionen, welche die Regierungspolitik abhängig machen von dem, was die Wähler am Wahltag oder am Volksabstimmungstag beschlossen haben. Das ist aber nicht alles. Es braucht Institutionen, die nicht nur auf den Wahltag fixiert sind, sondern zwischen den Wahltagen soll ja auch Demokratie bestehen. Und das heißt, es braucht Institutionen, welche öffentliche Meinung relevant machen für das Regierungshandeln. In einer Stunde sprach ich über Verantwortlichkeit der Regierung, also die Notwendigkeit, auch ungeliebte Fragen von verachteten Fragestellern beantworten zu müssen und zu erdulden, dass an die Antworten Konsequenzen geknüpft werden. Verantwortlichkeit der Regierung ist es, was zwischen den Wahlterminen die Regierung abhängig macht von dem, was in der Bevölkerung artikuliert wird. Und alles das braucht es für Poliarchie im Sinn von Wettbewerb und Partizipation oder in anderer Ausdrucksweise für Demokratie. Diese Kriterien werden wir in anderen Systematisierungen immer wieder entdecken, wenn es darum geht, Demokratie messbar zu machen. Das alles vorausgeschickt, schauen wir uns nun Grundkonzeptionen von Demokratie an. Im Grunde behandeln wir das Gleiche in zwei verschiedenen Betrachtungsweisen. Betrachtungsweise Nummer eins ist jene, wo man Demokratie zwischen einem minimalistischen und einem maximalistischen Konzept verortet. Das minimalistische, von manchen auch realistisch genannte Konzept von Demokratie, vertreten etwa von Josef Schumpeter oder Giovanni Sartori, besagt im Wesentlichen das Folgende. Und Sie entdecken gleich die Anschlussstelle zu Robert Dahls Poliarchiekonzept. Demokratie ist dann da, wenn es einen offenen Wettbewerb von Eliten um die Befugnis zum Regieren gibt und wenn die Bürger sich an alledem beteiligen können. Am Wettbewerb um Regierungspositionen, am Wettbewerb um die Durchsetzung von Positionen. Demokratie ist Wettbewerb. Und der Gewinner, ja, der regiert dann, bis die nächste Wettbewerbsrunde gemacht wird. Das wiederum heißt, und das ist jetzt ganz nahe an Schumpeters Ausdrucksweise, Demokratie ist nicht etwa das, was man eine Lebensform nennen könnte. Eine Weise, wie man sein Leben und die Gesellschaft organisiert, so etwas wie eine Konfession oder eine Kirche, sondern Demokratie ist nichts anderes als eine ganz profane Methode. Demokratie ist eine Methode, das menschliche Zusammenleben über Mehrheitsentscheidungen zu organisieren. Wobei die Mehrheitsentscheidungen natürlich in fairer Weise getroffen sein müssen, auf fairen Wahlen gründen müssen und Minderheitsschutz implizieren. Aber das muss ja nicht dauernd dazu gesagt werden. Demokratie ist eine Methode und nicht mehr. Und dabei eben ist eben zentral, dass der Einzelne, der seine Interessen in diesem Wettbewerb der Demokratie ausmacht, verfolgt, dass der Einzelne geschützt wird vor der Willkür anderer. Dass man keine Angst haben muss, sich in den Wettbewerb einzulassen. Und obendrein, und darin merkt man, dass diese Sache tatsächlich minimalistisch ist, Demokratie impliziere oder impliziert in dieser Konzeption von Demokratie das Recht der Bürger, auch von Politik frei zu sein, sich nicht beteiligen zu müssen, sich nicht in den politischen Wettbewerb einbringen zu müssen,
Das Recht eines Menschen zu sagen, hey, Politik interessiert mich nicht. Mich interessiert ja auch keine klassische Musik. Bin ich deswegen ein schlechterer Mensch? Mich interessiert kein Fußball. Und mich interessiert keine Politik. Ich bin nämlich Künstler, ich bin Literat, ich bin Gärtner oder Förster. Das minimalistische Demokratiekonzept meint, dass man auch ein Bourgeois sein darf, der einfach von der umbettenden freiheitlichen Gesellschaft lebt und profitiert, der aber nicht gezwungen wird, zum Citoyen zu werden, also zu einem, der sich beteiligt. Entsinnen Sie sich der Folie über marginale Staatlichkeit, wo links unten, wo vom starken Autoritarismus die Rede war, Ideologisierung und Zwangspolitisierung aufgeschrieben standen. Das alles soll Demokratie nicht sein. Wer nicht mit Politik sich befassen will, soll frei sein, sich auf Politik eben auch nicht einlassen zu müssen. Indem man das so sagt, wird der ein oder andere schon verstört und sagt, ja Moment, ist das der richtige Umgang mit so etwas Tollem wie Demokratie? Vergibt man sich nicht viel im Leben? Und in der Tat, jemand wie Benjamin Barber, ein sehr charismatischer amerikanischer Politikwissenschaftler, hat mit etlichem Publikumserfolg das Konzept der starken Demokratie vertreten. Da wird gemeint, Demokratie ist nicht einfach eine Methode, mit der man eine Gesellschaft oder einen Staat organisiert. Nein, Demokratie ist wesentlich mehr als Politik. Demokratie ist eine Lebensform, in der der Einzelne aufwächst zur Fülle seiner persönlichen Möglichkeiten. Im Grunde rousseauianisch, bei Rousseau entsteht im zweiten Buch des Contrat Social das Volk dadurch, dass sich ein jeder Bürger mit Haut und Haar einem jedem anderen Bürger übergibt, unter der Voraussetzung, dass der andere sich einem selbst auch ausliefert. Und man unter Verzicht auf jedes Individual- und Partikularinteresse nach dem Gemeinwohl strebt. Und dann fühlt man sich so richtig gut, so wie in einer anständigen Liebesbeziehung, wo dann auch Selbstsucht in den Hintergrund tritt und man Freude daran hat, für den anderen da zu sein. Das ist die Sphäre, in die das Konzept der starken Demokratie hineinwirkt. Es soll jeder zum Citoyen werden, zum Träger einer auf Selbstbestimmung und Teilhabe gegründeten politischen Organisation. Und dann hat Barber noch einige Ideen entwickelt, wie man das umsetzen könnte. Das wird dann ab und zu ein wenig arg kleinteilig und gegen die tatsächliche politische Funktionslogik sich vergehend. Sein Leitgedanke ist der, dass man die Gesellschaften zergliedert in so kleinteilige Strukturen von 1.000 bis 5.000 Bürgern, die dann so in unmittelbaren Nachbarschaftsversammlungen sich selbst bestimmen und dann ihrerseits, so wie in der klassischen Modellvorstellung des Rätesystems, ihre Vertreter auf die nächsthöhere Räteebene oder Vertreterebene entsenden und die wieder auf die nächsthöhere, sodass ein sehr komplexes Räderwerk entsteht, mit der offenen Frage, was denn wohl passiert, wenn die auf der obersten Ebene was anderes wollen als die auf der unteren Ebene, dann lautet die Antwort die, ja, dann zieht man einfach die Vertreter in den höheren Ebenen zurück, die man zuvor mit einem imperativen Mandat ausgestattet hat und dann gibt es irgendwann Systemblockaden. Wenn man das so nicht ausgestaltet, dann ist sozusagen der Notbehelf der, dass man möglichst viele plebiszitäre Instrumente einführt oder eben Repräsentation macht, gegründet auf Wahlen in nicht allzu großen Abständen, ihrerseits garniert mit plebiszitären Instrumenten. Wie man das also institutionell ausgestaltet, da gibt es eine weite Vielfalt. Der Leitgedanke ist aber, ein politisches System wird so ausgestaltet, dass ein jeder dabei ist. Oder wie es Habermas in einem berühmten Vorwort zu einem Buch über Studenten und Politik geschrieben hat, nur wo Teilhabe wirklich ist, praktiziert wird, nur dort ist Demokratie real. Halten wir an dieser Folie fest, Demokratie entfaltet sich zwischen zwei Polen oder es gibt zwei polare Vorstellungen von Demokratie. Demokratie eine Methode, um über Mehrheitsentscheidungen seitens der Bürgerschaft auf das Agieren der politischen Klasse Einfluss zu nehmen und Demokratie als Lebensform, die man dann mit den dafür geeigneten Institutionen zur Teilhabe von sämtlichen, die einer Gemeinschaft angehören, auszustatten hat. Eine andere Unterscheidung ist die zwischen liberalen und radikalen, also an die Wurzeln gehenden Demokratieverständnissen.
Das liberale Demokratieverständnis in der Tradition von Locke, Montesquieu, Madison und so weiter und so fort, in dieser Tradition konzentriert sich im Wesentlichen auf den Verfassungsstaat mit Gewaltenteilung, also der Leben, Freiheit, Besitz und Minderheiten schützt. Und sobald man Demokratie als Mehrheitsherrschaft institutionalisiert, muss man insbesondere darauf achten, dass Demokratie sich nicht zur Tyrannei der Mehrheit auswächst. Dass die Mehrheit nicht einfach tut, was sie will, sondern dass man der Mehrheit immer wieder in den Arm fallen kann, etwa durch Bindung an das Recht. Deswegen braucht es Gewaltenteilung. Und die zweite Möglichkeit, die ergänzende Möglichkeit, die notwendige alternative Klaviatur, ist, dass man starke Regierungsverantwortung organisiert. Das heißt, sicherstellt, dass die Regierung eben verantwortlich ist, wie vorhin noch einmal kurz beschrieben. Und dazu bietet dann eben Repräsentation eine gute Gelegenheit. Man wählt Repräsentanten, stattet ihre Ämter so aus, dass die Repräsentanten die Ämter gerne erringen und wieder erringen und wieder erringen, setzt zugleich durch, dass freie, unverfälschte Wahlen bestehen. Und wenn dann die Repräsentanten ihre schönen Ämter behalten wollen, ja, dann können sie nicht umhin, sich im Großen und Ganzen an dem zu orientieren, was die Bevölkerung zu akzeptieren bereit ist und folglich mit einer wiederwählenden Mehrheit ausstattet. Das ist liberales Demokratieverständnis und es liegt etwa unserem politischen System zugrunde. Am anderen Ende steht das radikale Demokratieverständnis und an dieser Stelle seien Sie bitte noch einmal darauf hingewiesen, dass radikal kein Schimpfwort ist für sozusagen übles Denken. Radikal heißt nichts anderes als eine Sache auf den Grund gehen, eine Sache an die Wurzel gehend. Radikal kommt von dem lateinischen Wort radix, radix ist die Wurzel und radikal ist nichts anderes als eine Haltung, die auf das Grundlegende ausgeht und auf das Grundlegende hin etwas ausgestalten will. Dieses radikale Demokratieverständnis steht in der Tradition der antiken Versammlungsdemokratie. Für die ist das, was in Athen seit den solonischen und dann den kleisthenischen Reformern aufgeführt worden ist, an Selbstbestimmung der freien männlichen Bevölkerung, die zufälligerweise in Athen war und nicht irgendwo im Süden von Attika lebte, dass also diese Versammlungsdemokratie das Ideal ist. Sozusagen die Identität von Regierenden und Regierten. Jeder bestimmt über das, was geschehen soll, in seinem Gemeinwesen selbst mit. Rousseau, vorhin schon zitiert aus dem zweiten Buch des Contrat Social, wo er beschrieb, wie Gesellschaft entsteht, hat diesen Gedanken in die Neuzeit gedanklich versetzt, eben mit diesem Konzept, dass jeder sich dem anderen übergibt, unter der Bedingung, dass der andere das Gleiche mit sich mir gegenüber macht. Und obendrein hat dann insbesondere dieses rousseauianische Denken die neomarxistische Tradition aufgegriffen, Abbau unnötiger Herrschaft von Menschen über Menschen, um nämlich die Entfremdung von Menschen sich selbst gegenüber, ihrer Arbeit gegenüber, ihren Mitmenschen gegenüber aufzuheben. Und deswegen ist zurückgegriffen worden auf Rousseaus Ideen, hinter denen die Idealisierung der attischen Versammlungsdemokratie stand. Wenn Neomarxismus dasteht, bitte niemals gleichsetzen mit Leninismus oder Bolschewismus. Leninismus ist die Herrschaft der Klasse, der Gruppe, der Berufsrevolutionäre. Über den Rest der Bevölkerung gegründet darauf, dass die Berufsrevolutionäre das Richtige, das Fortschrittliche, das parteilich-wissenschaftliche Wissen haben. Das ist nicht neomarxistische Vorstellung. Also, man steht in der Tradition einer Selbstregierung. Und dann liegt natürlich auf der Hand, dass partizipiert werden muss, dass eben Demokratie keine delegierbare Methode ist, sondern man selbst muss sich beteiligen. Es braucht direkt demokratische Deliberation. Alles, was die Leute angeht, muss von ihnen mit beraten werden. Es braucht direkt demokratische Willensbildung, also möglichst keine Repräsentation. Es braucht direkt demokratische Entscheidungsfindung. Das heißt, möglichst viele plebiszitäre Instrumente dort, wo die Bevölkerung Kraft der Größe der zu regierenden Gesellschaften sich nicht in einem noch so großen Fußballstadion versammeln kann. Und man soll möglichst wenig delegieren. Der Leitgedanke der sogenannten Delegationstheorie von Repräsentation faltet sich hier wie folgt aus.
Zwar ist klar, irgendwelche Leute müssen die täglichen Regierungsgeschäfte führen, weil ja manche Leute ja auch noch eine andere Tätigkeit, backen, brauen, Flachs spinnen und der Königin ihr Kind holen, wie das Rumpelstilzchen, auszuüben haben oder Computer reparieren oder Toiletten putzen oder Flugzeuge fliegen oder Züge führen. Aber diese Funktionsklasse, die man braucht, das sind nichts anderes als Agenten. Als Agenten, als Handlanger des Prinzipals. Der Prinzipal ist das Volk. Das Volk gibt Aufträge an seine Agenten, aber nicht wie bei repräsentativer Demokratie sollen die Delegationsketten durchaus lange sein. Das Volk gibt über sein Abstimmungsverhalten Aufträge an politische Parteien, in Parlamentsfraktionen mit anderen gemeinsam eine Koalition zu bilden, aus der eine Regierung hervorgeht, die dann ihrerseits die täglichen Geschäfte macht, was eine relativ lange Delegationskette ist. Nein, die Delegationsketten sollen hier möglichst kurz sein und da werden dann viele Hoffnungen auf E-Demokratie gesetzt, dass nämlich regierende Entscheidungen in jeden Computer innerhalb der Bevölkerung hineinschicken und dann jeder sitzt dann am Tag eine halbe Stunde lang an seinem Computer und gibt zu allen Sachfragen seine Entscheidung ab, damit die Regierung wirklich rückgebunden ist an das, was das Volk will. Obendrein sollen möglichst alle in den politischen Prozess einbezogen werden, dann kann man daraus auch ein Argument zur immer weiteren Absenkung des Wahlalters machen. Warum eigentlich sollen 16-Jährige, die ja von demokratischen Entscheidungen auch betroffen werden, etwa in der Organisation ihres Schulsystems, warum sollen denn die ausgeschlossen bleiben, wenn doch der Leitgedanke der ist, dass man ernst damit macht, dass keine unnötige Herrschaft ausgeübt wird? Und wo immer es doch eine politische Klasse braucht, aus verschiedenen Gründen, auch Außenminister kann wohl nicht ein jeder sein, weil sonst die anderen Staaten überfordert wären, wenn dann immer gleich 100.000 Leute anreisten. Also wo es eine politische Klasse in überschaubaren Zahlen braucht, da braucht es eine sehr dichte öffentliche Kontrolle, damit die politische Klasse zur Responsivität angehalten wird und eben auch dort stets in der Furcht des Herrn lebt, und der Herr ist das Volk nun einmal in einer Demokratie, wo direkte Partizipationsmechanismen nicht greifen können. Das sind so zwei wiederum polare Konzeptionen von Demokratie. Und Sie merken, wie bei allen dialektischen Sachen, in jeder dieser Positionen steckt Richtiges. Wenn man das Richtige aber bis zum Schluss ausbuchstabiert, wird es irgendwann absurd. Und folglich kommt man am besten von These, liberales Demokratieverständnis, über die Antithese, radikales Demokratieverständnis, zu einer Synthese, wo man sich fragt, wie organisiere ich das denn jetzt so, dass mit Menschen, wie sie real existieren und Teilhabewünsche haben und dann auch in die Praxis umsetzen, dass man mit realen Menschen einen vernünftigen Staat aufbauen kann. Damit haben wir auf der konzeptionellen Ebene mal Klarheit geschaffen, was wird alles unter Demokratie vorgestellt. Gibt es zudem etwas nachzufragen? Bitte. Ja, schauen Sie, wer ein radikales Demokratieverständnis vertritt, der sagt, wieso sollen einige ältere Herren und Damen, die nicht einmal die Zusammensetzung der Bevölkerung richtig widerspiegeln, in irgendwelchen Parlamenten Gesetze für uns machen? Müssen die Gesetze nicht direkt vom Volk ausgehen? Braucht es überhaupt Parlamente? Und wenn es schon Parlamente braucht, sollen die denn überhaupt so viele Rechte haben? Sollten Parlamente nicht ihre Gesetze erst einmal dem Volk vorlegen, damit das Volk sagen kann, ob sie dieses Gesetz wirklich will? Wieso sollen Parlamente Ministerpräsidenten wählen? Wäre es nicht richtiger, das Volk selbst wählt seine Regierungschefs? Das wäre dieser Pol hin zum radikalen Demokratieverständnis. Und beim liberalen Demokratieverständnis ist die klassische Position die, dass man sagt, ja du lieber Gott, die Wahlkämpfe sind ja schlimm genug, was es im Wahlkampf nicht alles an Demagogie gibt. Gottlob ist der Wahlkampf vorbei, Gottlob haben wir es geschafft, demagogisch aufladbare Themen wie Zuwanderung und so weiter aus dem Wahlkampf draußen zu halten. Das, worüber sich die Leute aufregen könnten, dann haben wir denen gar nicht zur Wahl gestellt. Und jetzt, wo wir den Wahlkampf mit seinem demagogischen Potenzial Gottlob hinter uns gebracht haben, weil wir vielleicht vor dem Wahlkampf schon gesagt haben, wir CDUler und ihr SPDler oder umgekehrt, wir machen eh wieder eine Koalition nach dem Wahlkampf, dann werden wir doch den Teufel tun, um uns noch mit plebiszitären Instrumenten zu belasten.
dass diese Leute zwischenzeitlich auf irgendwelche merkwürdigen Gesetzgebungsideen kommen oder gar Gesetze, die wir, weil mit höherer Klugheit ausgestattet, beschließen, aus dem Verkehr ziehen könnten. Das ist die klassische liberale Position, die Sie der vorhin beschriebenen klassischen radikalen Demokratieposition unschwer entgegensetzen können. Ist die Sache klar geworden? Weitere Fragen zu den Grundkonzeptionen von Demokratie? Ja, dann geht es weiter. Und wir haben die Frage zu beantworten, woran würde man denn erkennen, ob ein Staat demokratisch ist? Oder woran würde man erkennen können, wie weit ein Staat gemäß einer liberalen oder radikalen, einer minimalistischen oder einer starken Demokratiekonzeption eine Demokratie ist? Woran bemessen wir das Ganze? Was sind also valide, den Sachverhalt wirklich treffende Hinweise darauf, was und wie viel an Demokratie vorliegt? Vergleichende Forschung zeigt, das Erste, worauf wir achten müssen, ist, ob überhaupt Rechtsstaatlichkeit vorliegt. Rechtsstaatlichkeit mit der Rechtsgleichheit aller Regierten und der Regierenden natürlich auch. Ob es ordnungsgemäße Justizverfahren gibt, ob die Gerichtsbarkeit unabhängig ist. Das alles hat noch nicht selbst mit Demokratie zu tun, ist aber eine Voraussetzung dafür, dass Wahlen fair sein werden, dass Regierende nicht ihre Macht dazu verwenden, Wahlen zu manipulieren. Also Rechtsstaatlichkeit muss gegeben sein, sonst wird man von Demokratie nicht sehen können. Es muss geben verschiedene Freiheiten, die Freiheit zu glauben, was man will, auch politisch zu glauben, was man will, die Freiheit zu meinen, was man will und nicht nur die Freiheit, meinen zu dürfen, was als politisch korrekt gilt. Es braucht Organisationsfreiheit. Wer Lust hat, gegen oder für etwas zu sein und Macht dadurch zu akkumulieren, dass er sich mit anderen verbündet, der muss die Möglichkeit haben, das zu tun. Und es braucht natürlich Demonstrationsfreiheit. Achtung! Voltaire hatte völlig recht, als er sagte, ich werde deine politische Meinung zwar bis auf das Äußerste bekämpfen, weil ich sie für grottenfalsch halte. Aber außer Zweifel steht, dass du das Recht hast, deinen Unsinn zu verbreiten. Und folglich werde ich auf das Entschiedenste dafür eintreten, dass du das Recht hast, deine abweichende Meinung zu vertreten. Ich werde dich nämlich anschließend stellen. Ich werde dich vor großem Publikum besiegen. Und damit ich die Chance habe, dich zu besiegen, musst du die Chance haben, mir entgegenzutreten. Von solchen Gedanken sind wir derzeit leider Gottes allzu weit entfernt. Allzu viele Leute legen es darauf an, politisch Andersdenkenden schon ihre Auftrittsmöglichkeiten zu beschneiden, statt sie vor großem Publikum zu besiegen. Und es braucht neben dieser Glaubens-, Meinungs-, Organisations- und Demonstrationsfreiheit auch noch die sogenannten Habeas Corpus-Rechte. Und die schauen wir uns näher an, weil sie von allergrößter Bedeutung sind und in so einem Staat, der an einer geopolitischen Nahtstelle zwischen Europa und Asien liegt, derzeit auf das Unangenehmste und Freiheitsgefährdendste eingeschränkt werden. Was ist das für ein rätselhafter Name, Habeas Corpus, Rechte, irgendwas hat das scheinbar mit Latein zu tun und in der Tat, so ist es. Im Mittelalter begannen Haftbefehle in der Regel mit Wendungen wie Habeas Corpus ad subiciendum. Du sollst den Körper dieses Menschen, also diese Person haben, damit du ihn einer Anklage unterziehen kannst. Also das Verhaftungsrecht, um jemanden wegen irgendwas anklagen zu können. Oder Habeas Corpus ad testificandum. Du darfst dich in den Besitz dieser Person setzen und die zum Gerichtssaal bringen, weil wir den Kerl oder das Mädchen als Zeuge oder Zeugin brauchen. Und natürlich, wenn man einen Prozess haben will, muss man die Möglichkeit haben, Leute, die man anzuklagen gedenkt, auch physisch vor Gericht zu bringen. Und muss man die Möglichkeit haben, Leute, deren Aussagen man braucht, auch physisch vor Gericht zu bringen. Also wirklich auf den Körper eines Menschen zuzugreifen. Das ist vernünftig, aber wie alles Vernünftige kann auch das missbraucht werden. Und natürlich wird alles missbraucht, was sich missbrauchen lässt. In England hat der König Karl I., der den Absolutismus einrichten wollte, was eine lange und sehr komplexe Geschichte ist, die ich jetzt nicht erzählen will, hat der englische König Karl I. zu Beginn des 17. Jahrhunderts solche Haftbefehle missbraucht. Er hat viele reiche
gefangen nehmen lassen und gesagt, Freund, freigelassen wirst du, wenn du mir dies und das bezahlst. Karl brauchte Geld, weil er eine stehende Armee aufbauen wollte, aus verschiedenen Gründen. Und wenn einmal klar ist, der König kann mich verhaften und ich komme nur dann frei, wenn ich ihm viel Geld gebe, ja, dann ist es wie bei allen Folterinstrumenten, allein schon die Möglichkeit, dass einem was widerfährt, zeitigt die entsprechenden Handlungsweisen. Und natürlich wollten das viele in England nicht mehr und nachdem König Karl I. sogar nach der Petition of Right mit dieser Praktik fortgefahren ist, war die Empörung sehr groß. Obendrein hatte Karl I., wie andere Potentaten auch, es zur Praxis gemacht, Festgenommene außer Land bringen zu lassen. Entweder nach Schottland oder gar über den Kanal auf den Kontinent. Tja Gott, also dann war denen schwer, mit Hilfe beizukommen. Und die Erpressungsmöglichkeiten nahmen überhand. Das ging aber in England nicht auf, weil es zu Beginn des 17. Jahrhunderts dort schon ein ziemlich machtvolles Parlament gegeben hat, das sich in einen Bürgerkrieg mit dem König eingelassen hat, das den Bürgerkrieg gewann, das den König köpfte und so weiter und so fort. Und daraus entstand dann der Habeas Corpus Act von 1640, 20 Jahre später, 30 Jahre später noch einmal verändert. Und der legte dann fest, es dürfen keine englischen Untertanen mehr willkürlich festgenommen werden. Es braucht einen nachprüfbaren Haftgrund, was ein riesiger Fortschritt ist, etwa im Vergleich zur Türkei, wo man Journalisten oder Leute, die man der Zugehörigkeit zur Gülen-Bewegung bezichtigt, nach Lust und Laune inzwischen festsetzt und das dort offenkundig für ganz normal hält. Keine willkürlichen Festnahmen mehr. Als dann Karl II., der nach dem Bürgerkrieg der Restaurierung der Monarchie diese Praxis wieder aufnahm, weil Mächtige ohne Widerlage eben zum Missbrauch von ihren Möglichkeiten neigen, wurde dann in diesem Amendment Act die Sache dadurch konkretisiert, dass Verhaftete innerhalb von 3 Tagen einem Richter vorgeführt werden müssen. Achtung, in unserem deutschen Recht muss am Tag nach der vorläufigen Festnahme, spätestens am Tag nach der vorläufigen Festnahme, ein Verhafteter dem Haftrichter vorgeführt werden. Es ist die gleiche Regelung, bloß eben mit moderner Fristverkürzung und unter keinen Umständen darf die Regierung einen Verhafteten außer Land bringen. Und das ist dann eben in verschiedene Rechtssysteme übernommen worden. Bitte machen Sie sich die Wichtigkeit dieser Regelung klar. In einem Staat, wo die Exekutive jede nach Lust und Laune aus politischen Gründen verhaften darf, und dann so lange einlochen darf, wie es eben dem neuen Sultan oder sonst jemand für sinnvoll erscheint. Da entfällt schon die Vorbedingung für Meinungsfreiheit, Koalitionsfreiheit, Demonstrationsfreiheit. Es wird Furcht und Angst verbreitet. In einem modernen Satz gewendet ist die Sache so, wenn es morgen um 5 Uhr an der Tür läutet und man kann sicher sein, es ist nichts Schlimmeres als der Milchmann, den es früher noch gab und heute nicht mehr gibt, dann lebt man in einem freiheitlichen Staat, wo man Angst haben muss, wenn es früh morgens an der Tür läutet, was die typische Verhaftungspraxis von Diktaturen gewesen ist, ist es kein guter Staat. Und die Habeas Corpus Rechte, die dienen genau jener Sicherung persönlicher Freiheit, die ihrerseits die Vorbedingung für alle politischen Teilhaberechte ist und somit die Vorbedingung für Demokratie, weswegen die Habeas Corpus Rechte von entscheidender Bedeutung sind. Und wenn sie wie in einem Staat wie der Türkei eingeschränkt werden, ist das ein klarer Hinweis darauf, dass es mit Demokratie bergab geht. Demokratie liegt dann vor oder liegt dann nur dann vor, wenn es auch eine offene, eine pluralistische Gesellschaft gibt. Mit vielen Mitteln der Bürger ihre Interessen und Werte dem politischen System gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Sowohl in Vereinigungen, auch in periodischen Demonstrationszusammenkünften auf der Straße, als auch in freien Massenmedien. Ein Staat ist inakzeptabel als Demokratie, wo jemand sich hinstellt und sagt, ja, was habt ihr denn? In diesem Staat hat jeder das Recht, sich der Mehrheit anzuschließen. Ja, das ist kein besonders wertvolles Recht, sich der Mehrheit anzuschließen. Ein Staat ist dann gut, wenn jeder das Recht hat, in der Minderheit zu sein und seine Minderheitsposition vertreten zu können. Und das eben heißt Pluralismus.
Minderheitspositionen vertreten und dann auszuloten, mit welcher anderen Minderheit gemeinsam man eine Mehrheit zustande bringt, die dann regieren darf. Ein wichtiger Indikator von Demokratie ist die Freiheit von Minderheiten, von kulturellen, religiösen, ethnischen und sonstigen Minderheiten, ihre Sprachen zu sprechen, Kulturen zu praktizieren, Identitäten auszudrücken, bis hin zu sexuellen Minderheiten. Wo das nicht gegeben ist, spricht vieles dafür, dass keine rundum funktionierende Demokratie da ist. Zu den Indikatoren von Demokratie gehört die zivile Kontrolle über das Militär. Militär ist immer der harte Kern von Staatlichkeit, weil dort gibt es die Waffen, mit denen man im Konfliktfall andere vom Leben zum Tod befördern oder eben zunächst mal einschüchtern kann. Es darf auch keine Verselbstständigung der Polizei geben, wann immer man Verselbstständigungstendenzen im staatlichen Gewaltapparat feststellt, ist entweder Demokratie gefährdet oder noch überhaupt nicht da. Ferner ist ein valider, ein zutreffender Indikator für das Vorliegen von Demokratie, das Vorliegen von horizontaler Gewaltenteilung. Das heißt, dass die Machtträger im Staat einem System wechselseitiger Kontrollen und Gegengewichte unterworfen sind. Dass eine Regierung nicht ohne Parlament was machen kann. Dass Richter nicht irgendwas entscheiden können, sondern nur das entscheiden können, A, was ihnen vorgelegt wird, und B, wofür es eine gesetzliche Grundlage gibt, die wiederum das Parlament zu machen hat. Und obendrein, und das erst macht aus diesen Voraussetzungen von Demokratie, von denen wir vorhin gesprochen haben, Demokratie selbst, braucht es regelmäßige, freie und faire Wahlen mit konkurrierenden Parteien, nicht mit Einheitslisten, und mit der Möglichkeit, Regierungen abzuwählen. Ein Staat, wo es nicht einmal die theoretische Möglichkeit gibt, eine Regierung abzuwählen, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch keine Demokratie. Ich meine, wenn die Bevölkerung die Regierung abwählen kann, aber nicht abwählt, weil sie mit ihr zufrieden ist, da ist ein solcher Zustand kein Hinweis auf das Fehlen von Demokratie, wenn die Wahlen regelmäßig stattfinden und frei sind und eben die Bevölkerung der Regierung ihr Vertrauen auszusprechen wünscht. Aber das Vertrauen muss in Freiheit ausgesprochen werden. Und es muss möglich sein, darauf hinzuwirken, dass dieses Vertrauen nicht mehr ausgesprochen wird. Und obendrein wird Demokratie so richtig rund, wenn die Bevölkerung nicht darauf reduziert ist, alle paar Jahre zu wählen oder demonstrieren zu dürfen oder Parteien oder Interessengruppen gründen zu dürfen, sondern wenn über alles das hinaus die Bevölkerung eines Staates die Möglichkeit hat, auch hier und jetzt und punktuell auf Politik Einfluss zu nehmen. Das heißt, eine große Bandbreite von Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung macht eine Demokratie erst so richtig rund. Und vernünftige plebiszitäre Instrumente sind ein ganz wichtiges Element von alledem. Auf dieser Folie haben Sie ein Suchschema vorliegen, anhand dessen Sie dann einfach auf Staaten blicken können und abhaken können. Hat der Staat das? Nö, nö, auch nicht. Nö, dann kann er keine Demokratie sein. Hat der Staat das? Ja, ja, ja. Nein, das hat er nicht, das auch nicht, das schon wieder. Ah ja, das ist irgendetwas auf dem Weg zur Demokratie oder auf dem Rückweg von der Demokratie zu einer neuen autoritären Herrschaft. Und wenn bei alledem gesagt werden kann, jawohl, liegt vor, dann können Sie sicher sein, dass Sie eine Demokratie vor der Nase haben. Das wiederum heißt, von einem Staat zu sagen, er sei demokratisch oder diktatorisch oder er liege zwischen Demokratie und Diktatur ungefähr da, ist kein Werturteil, das man nach Lust und Laune und Gefühl trifft. Das ist das Anwenden präziser Kriterien auf präzis in ihrer Faktizität zur Kenntnis zu nehmende gesellschaftliche Konfigurationen, hier Regierungssysteme. Soviel zu den Indikatoren von Demokratie. Schauen wir nun auf Abstufung von Demokratie. Anhand der vorigen Folie hat man schon eine Idee. Wenn nicht alles da ist, ist es keine voll ausgeprägte Demokratie. Aber das kann man noch systematischer machen. Wolfgang Merkel, ein Kollege von der Vergleichenden Politikwissenschaft, hat das sehr einflussreich seit ungefähr 20 Jahren in die Diskussion eingebracht. Der Leitgedanke der von ihm eröffneten Möglichkeit, verschiedene Formen von Demokratie voneinander abzustufen,
besteht in Folgendem. Demokratie hat im Kern zu tun mit Wahlen und mit politischen Partizipationsrechten. Das ist im Grunde der Gedanke von Dahls Polyarchie. Über das Wahlregime und über die politischen Partizipationsmöglichkeiten entfaltet sich die Funktionslogik von Demokratie. Wer ein Amt haben will, wer im Amt bleiben will, wer in der Macht bleiben will, der muss immer wieder sein Mandat in freien Abstimmungen erneuert bekommen. Wenn er das tut, ist das ein verlässliches Band, das die politische Klasse an die Bevölkerung und ihre Zustimmungsbereitschaft kettet. Und wer das nicht tut, ja, der fliegt eben aus dem Parlament oder aus der Regierung. Und dieses zentrale Element von Demokratie ist eingebettet in andere Systemelemente, die durchaus nicht nach einer demokratischen Funktionslogik funktionieren. Der Rechtsstaat funktioniert nicht nach der Funktionslogik von Demokratie. Er funktioniert nach der Unabhängigkeit von Gerichten. Er funktioniert danach, dass Gerichte das Recht anzuwenden haben, das eben gesetzt worden ist. Das heißt, Demokratie ist ein Modul, das in andere Module von politischen Systemen eingebettet ist. Diese anderen Module müssen da sein, dann funktioniert das Demokratiemodul mit Wahlen im Mittelpunkt auch richtig. Und wenn bei den anderen Modulen etwas fehlt, dann wird auch ein formal oder dem Anschein nach eingebettetes Demokratiemodul nicht so richtig funktionieren. Und je nachdem, was fehlt, woran es Defizite gibt, an der Rechtsstaatlichkeit, am Wahlsystem und so weiter, kann man dann unterschiedliche Formen, unterschiedliche Abstufungen von Demokratie unterscheiden. Jene Systemelemente, welche Demokratie einhegen, umbettern oder ihre Voraussetzungen sind, also welche das Wahlregime und politische Partizipationsmöglichkeiten der Bürgerschaft hervorbringen, ermöglichen, auf Dauer stellen, die wichtigsten Elemente sind die folgenden. Erstens die effektive Regierungsgewalt. Das ist das, was wir in Bezug auf Staatlichkeit ausgeführt haben. Staatlichkeit ist eine Ausnahme. Effektive Regierungsgewalt ist eine Ausnahme. Und dort, wo nicht effektiv regiert werden kann, kann auch Demokratie keine Heimstatt finden. Anarchie ist keine Demokratie. Bürgerkrieg ist keine Demokratie. Es braucht eine verlässliche Staatsgewalt. Die kann man dann an die Leine legen und eben auch demokratisieren. Es braucht Gewaltenteilung, denn Demokratie meint nicht die Tyrannei einer Mehrheit oder die sequentielle Tyrannei verschiedener Mehrheiten. Demokratie meint Minderheitenschutz, Garantie fairer Spielregeln und für alles das und auch für die Rechtsbindung des Staates braucht es nun einmal Gewaltenteilung. Es braucht bürgerliche Freiheits- und Gleichheitsrechte. Und wenn eines dieser Elemente fehlt oder eines der Elemente defekt ist oder fehlt, die ihrerseits den Kern von Demokratie, nämlich das Wahlregime und die politischen Partizipationsrechte sichern sollen, wenn eines davon fehlt oder nicht richtig funktioniert, so entstehen defekte Demokratien. Sozusagen im Kern noch demokratisch oder ansatzweise oder ein Stück weit demokratisch, aber nicht mehr so richtig rundlaufend. So wie ein Auto, das knattert und kreischt beim Schalten. Das läuft noch, aber nicht richtig. Das muss in die Werkstatt. Und so gibt es Demokratien, die funktionieren notdürftig, die sollten aber eigentlich, wenn sich's machen lässt, auch saniert werden. Und diese defekten Demokratien werden wir uns näher anschauen und sie kann man gliedern nach den Arten der defekten Elemente. Das alles klingt gut, ist auch gut. Es hat nur einen Pferdefuß, vor dessen Tritten man sich aber schützen kann. Irgendwie tut diese Vorstellung so, als ob Demokratie sozusagen eine notwendige Entwicklungsstufe von politischen Systemen wäre. Man führt ein, effektive Regierungsgewalt und Gewaltenteilung und bürgerliche Freiheits- und Gleichheitsrechte. Und wenn das alles da ist, ja, dann entsteht schon irgendwie Demokratie, weil die Leute doch nicht auf ein effektives Wahlregime und so weiter verzichten werden. Und das ist eine falsche Vorstellung. Es kann Demokratie entstehen, aber der Sprung von Voraussetzungen wie verlässliche Staatsgewalt, Gewaltenteilung, bürgerliche Freiheits- und Gleichheitsrechte hin zu einem funktionierenden politischen System, in dem politischer Streit normal ist
und Minderheiten auch solche Mehrheitsentscheidungen akzeptieren, die sie für grottenschlecht halten, der Weg dorthin ist noch ein ziemlich weiter. Und irgendwie tut diese Denkweise auch so, als gäbe es so eine perfekte Form von Demokratie, in Bezug auf die alles andere defizitär wäre. Das heißt, wenn ein Staat nicht die perfekte Form von Demokratie erreicht hat, dann ist irgendetwas falsch mit ihm. Da muss man unbedingt was ändern. Naja, wenn die Voraussetzungen für Demokratie da sind, soll man schon was ändern. Aber in manchen Gesellschaften fehlen eben wesentliche Voraussetzungen für Demokratie. Ist dann eine defekte oder eine defizitäre Demokratie wirklich defizitär, wenn sie nach Maßgabe der Umstände das Bestmögliche leistet? Also die Rede von defekten Demokratien, von defizitären Demokratien muss man relativieren. Manches, was aus der Warte einer Gesellschaft, die fit für Demokratie ist, hochgradig defizitär ist, kann aus der Warte einer Gesellschaft, für die es schon eine gigantische Errungenschaft ist, erste Ansätze von Demokratie zu haben, eine gigantische Leistung, die man nicht mit dem herabsetzenden Etikett defekte Demokratie versehen sollte. So, schauen wir uns mal an, wo auf der Erde denn welche Sorten von Demokratien vorkommen. Und bitte haben Sie alle Folien, die jetzt kommen, präsent und vergleichen Sie diese mit den Folien, die wir früher gesehen haben, in Bezug auf Korruption, Human Development und so weiter. Da werden Sie nämlich jede Menge von Koinzidenzen bei den Territorien finden. Auf der Folie sind blau markiert die sogenannten Wahldemokratien, also politische Systeme, die Demokratie durch ein zumindest auf dem Papier faires Wahlregime umsetzen. Politische Amtsträger müssen nach einiger Zeit vors Volk treten, wobei die Wahlen fairer oder weniger fair sein können. Und Sie sehen auf dieser Folie die üblichen Verdächtigen, im Wesentlichen die Amerikas, Australien, Neuseeland, den Süden von Afrika, Indien, inzwischen die Mongolei und ganz Europa. Oder sagen wir besser so, ganz West- und Zentraleuropa plus Südeuropa, ja inzwischen sogar in Afrika, Tunesien und ein bisschen was zwischendrin. Dass diese Staaten der Spielregel von Wahldemokratie gehorchen wollen, also politische Ämter in periodischen Wahlen vergeben, heißt noch nicht, dass die Wahlen wirklich fair sind und folglich müssen wir da näher hingucken. Auf dieser Folie sehen Sie das Ganze abgestuft. Danach, ob Staaten eine voll entfaltete Demokratie haben, ob diese Demokratie verzerrt ist, ob es ein hybrides Regime ist mit diktatorischen und demokratischen Elementen oder ob es autoritäre Regime, / Diktaturen sind. Die Einfärbung ist die übliche aus dem Straßenverkehr. Je dunkelgrüner, umso toller die Demokratie. Je dunkelroter, umso weniger Demokratie, umso mehr Diktatur. Und Sie sehen im Grunde wieder alles. Nordamerika, Westeuropa, Nordeuropa, Australien natürlich. Ziemlich fraglos, gut funktionierend demokratisch. Südamerika, Mongolei, naja, so manches in Osteuropa. Schon nicht mehr ganz so rund laufend in Sachen Demokratie. Und dann gibt es so die halbwegs stabilen Diktaturen wie Kasachstan, China, Russland. Und es gibt so die auf Gewaltanwendung gegründeten wie Nordkorea oder Kongo und so weiter. Machen Sie sich in der Nachbereitung der Vorlesung wirklich die Mühe, diese Folie mit der über Human Development Index, mit Corruption Index und so weiter zu vergleichen, dann kriegen Sie ein Gefühl davor, was die realen Voraussetzungen für sowas Kompliziertes, wenn eine funktionierende Demokratie ist. Manche Staaten sind Diktaturen und werden zu Demokratien, so sind unsere tollen Demokratien, die vorhin auf der Karte so dunkelgrün markiert waren, also Nordamerika und Westeuropa und Australien und so weiter. Wir waren ja auch nicht immer Demokratien. Und derzeit sind eben manche Länder im Übergang. Und wie sich die Übergangsstufen im Wesentlichen verteilen, gemäß dem Bertelsmann Transformationsindex, über den wir auch schon gesprochen haben, sehen Sie hier, blau, tiefblau ist okay, das sind sich konsolidierende Demokratien und je roter das wird, umso schlimmer ist es, ganz rot, das sind Failing States, was das ist, haben wir besprochen, Jemen, Somalia, Kongo, Libyen, Syrien und so die nicht
so grellroten, sondern eher violetten. Das sind so, naja, harte Autokratien, wo es nicht wirklich Spaß macht, als politisch Dissentierender zu leben, weil man da relativ schnell in den Knast wandert. Und je blauer das wird, umso erträglicher. Und wenn Sie sehen, dass diese Indexwerte aus 2016 stammen, ist klar, dass die Daten wohl aus 2015 stammen. Und dann erklärt sich, warum die Türkei hier noch ziemlich blau eingefärbt ist. So viel zum Vorkommen. Im roten Kasten stehen nun die unterschiedlichen Formen von defizitären Demokratien oder von defekten Demokratien, die wir jetzt durchzugehen haben. Und damit verfügen wir dann auch über eine angemessene Beschreibungssprache, um präzise verschiedene Formen von Demokratien, von nicht mehr oder von noch nicht Demokratien, ansprechen zu können. Und zwar in Abhängigkeit davon, was an ihnen defizitär ist. Fangen wir an mit den ausschließenden Demokratien, exklusive Demokratien, also solche Demokratien, die Teile der Bevölkerung von der politischen Teilhabe ausschließen. Und solche exklusive Demokratien entstehen durch Defekte bei jenen Systemelementen, welche genau den Kern von Demokratie umzusetzen haben, welche genau die Funktionslogik von Demokratie in reales politisches Leben umzuwandeln haben. Es handelt sich hier um den Ausschluss von einzelnen Gruppen von Regierten vom System politischer Repräsentation, vom System politischer Partizipation, dadurch, dass eben manche faktisch das Wahlrecht nicht haben. Früher die meisten Menschen überhaupt, dann alle Frauen, bei den Männern jene, die wenig Besitz hatten, denn das Wahlrecht war am Anfang ein an persönlichen Besitz gekoppeltes Zensuswahlrecht. In den USA hat man bis weit in die 60er Jahre hinein den afroamerikanischen Bevölkerungsteil sehr effektiv vom Wählen ausgeschlossen, indem man Alphabetisierungstests verlangte bei der Registrierung für die Wahlen. Weil es in den USA ja keine staatlich geführten Wählerregister gibt, muss man sich vor einer Wahl dort registrieren. Und dann sagte man den Südstaaten, hey, da kommt so einer, das hätte ich fast gesagt, ein Schwarzer, aber das ist politisch inkorrekt, also es kommt ein Afroamerikaner und dem wollen wir jetzt mal überprüfen, ob er überhaupt lesen und schreiben kann. Und dann stelle man sich vor, ein erwachsener Mensch, der das alles sehr wohl kann, der wird nun behandelt wie ein kleines Kind. Ich muss nachweisen, dass ich lesen und schreiben und rechnen kann. Ja, da gehe ich nicht hin, dafür bin ich mir zu gut. Und auf diese Weise war die Einschreibung von Afroamerikanern in Wahllisten ziemlich gering. Und folglich gaben die ihre Stimme nicht ab. Und das begünstigt natürlich jene Parteien, die im Interesse von Weißen und oder Latinos agierten. Also man kann vom faktischen Wahlrecht auf verschiedene Weise Menschen ausschließen. Dann handelt es sich um Demokratien, die insofern defekt sind, als sie Teile der Bevölkerung von politischer Partizipation ausschließen. Zu diesem Ausschließen gehört auch, dass man faktisch Druck ausübt darauf, dass manche Leute sich nicht in bestimmter Weise beteiligen, ausgrenzen, für politisch inkorrekt erklären, aufrufen, solche Leute überhaupt nicht anzuhören, ihre Wahlkampfstände kaputt zu machen, ihre Wahlkampfveranstaltungen zu unterbinden. Soziale Stigmatisierung der Wähler von bestimmten Parteien, das erfüllt den Tatbestand des Hinwirkens auf eine exklusive, auf eine ausschließende Demokratie. Das führt zu Defekten und leider Gottes müssen wir bei uns einige Tendenzen, schwache wohlgemerkt noch und hoffentlich verlieren die sich, in Hinsicht auf solches Exklusionsverhalten feststellen. Ja, und dieses Ausschlussverhalten, das kann sich festmachen, Kriterien wie Rasse, an der Hautfarbe festgelegt, Geschlecht, Religion, Besitz, ethnische Zugehörigkeit oder richtige politische Einstellung. An der Demokratie dürfen nur jene teilhaben, die ungefähr so denken wie wir. Wo kämen wir auch hin, wenn Andersdenkende plötzlich die Mehrheit hätten? Da war eine Frage, bitte. Ja, das war so eine manipulatorisch-demagogische Geste.
Denn entweder hat jemand die Geburtsurkunde, dann kann er sie vorweisen, oder er hat sie nicht, dann darf er auch nicht kandidieren. Normalerweise geht man davon aus, dass ein Amerikaner, der als Amerikaner aufgewachsen und erzogen worden ist, so eine Geburtsurkunde hat. Und dann darauf herumzureiten, bis hin zur Aussage, dieser Obama ist ja auch ein Muselmann und folglich für einen normalen weißen Amerikaner nicht wählbar, das ist natürlich etwas, was in den Bereich der politischen Demagogie hineinführt, des Verletzens von anständigen Spielregeln. Das ist das Betreten der abschüssigen Ebene hin zur exklusiven, zur ausschließenden Demokratie. Und solche Ebenen sollte man überhaupt nicht beschreiten. Man weiß nie, wo man auf ihnen dann abgleitet. Ja, auf diese Weise bestehen dann Bereiche des Autoritarismus weiter. Und sei es nur der Autoritarismus derer, die definieren, was politisch korrekt ist. Wir wissen, was stimmt. Wer uns widerspricht, weiß es nicht. Folglich haben diese Leute kein Recht, um Wählerstimmen zu werben. Betrachten wir noch die sogenannte illiberale Demokratie. Illiberale Demokratien entstehen durch Defekte, jetzt nicht beim Kernmodul von Demokratie, bei Wahlen und Partizipation, sondern sie entsteht bei Defekte bei der Rechtsstaatlichkeit, die ihrerseits eine wichtige Voraussetzung für Demokratie ist. Diese Defekte bei der Rechtsstaatlichkeit können teils auf Seiten der Regierung oder der Exekutive entstehen, aber freilich auch auf Seiten derer, die die Judikative betreiben. Es kann sein, und es kommt leider immer wieder vor, dass Regierungen, wann immer sie es kann, eigentlich gesetzte verfassungsrechtliche Grenzen missachtet. Sie sagt einfach, wir haben das Recht, das zu tun, und im schlimmsten Fall beruft man sich auf den Volkswillen, den man dann ein entsprechend unaufgeklärtes Volk vorausgesetzt, auch noch durch manipulierte Volksabstimmungen so biegen kann, dass er einem passt. Man beschafft sich ein Mandat, um etwas zu tun, was man will. Musterbeispiel, ich bin Präsident, ich müsste in 2 Jahren mein Amt verlassen, will ich aber nicht. Infolgedessen setze ich eine Volksabstimmung an mit der Frage, soll unser Staat einen Präsidenten auf Lebenszeit bekommen? Und dann sage ich, das ist eine rein technische Verfassungsänderung, hat mit mir gar nichts zu tun. Und wenn das Volk beschlossen hat, jawohl, es soll die Präsidentschaft auf Lebenszeit geben, dann sage ich, ja mein Gott, also einen Besseren als mich gibt es gar nicht. Machen eine Volksabstimmung, also eine Wahl, soll ich jetzt der Präsident auf Lebenszeit werden? Ja, natürlich, ich manipuliere dann vielleicht auch schon, weil der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert. Und dann bin ich, wie der große Freiheitskämpfer Mugabe aus Simbabwe, Präsident auf Lebenszeit. Und werde dann in den 90ern mehr und mehr zur Peinlichkeit der Bevölkerung. Es kann auch sein, dass eine Regierung Rechte und Freiheiten der Bürger oder einzelner Gruppen von Bürgern einschränkt, durch Gesetze, die ein willfähriges Parlament macht, dass man mit Plebisziten zur Willfährigkeit zwingt, mit Plebisziten, die von der politischen Klasse ausgehen, wohlgemerkt, nicht von der Bevölkerung ausgehen. Und auf Seiten des Rechts- und Justizsystems kann es sein, dass tatsächlich die Rechtsnormen unzulänglich sind, die Verfassung ist schlecht gemacht, schlechte Institutionen sind geschaffen, die für unglaublich viel Sand im Getriebe und Politikblockaden sorgen, die vielen Leuten nicht mehr einleuchten, die dann sagen, es braucht ja nun wirklich eine starke Hand, denn sonst läuft der Laden ja nicht. Ja gut, damit begibt man sich der Freiheit, weil sie nicht funktioniert. Darum muss man bei der Verfassungsgebung, bei der Rechtsetzung immer sehr aufpassen, dass man keine Blockaden einbaut. Es kann auch sein, dass die Richter nicht unabhängig sind, dass die Regierung die Richter gefügig macht, etwa dadurch, dass man den Richtern schöne Landgüter gibt, was der Weg des simbabwischen Staatspräsidenten gewesen ist. Und wenn es ohnehin kein Rechtsethos gibt, wenn Recht im Grunde nur ein Taxi ist, das man ruft, um irgendwo hinzugelangen, wenn man Recht nur als Mittel von Politik versteht, aber nicht als Schranke von Politik, ja, dann hat man Zustände, wie wir sie derzeit wieder in Brasilien aufgedeckt bekommen. Dann kann das Gepränge von Demokratie schon noch da sein, aber der Kern ist verfault. Es gibt nicht mehr die Leitplanken des Rechtes. Und eine typische Erscheinungsform, sei es als Ursache, sei es als Nebeneffekt, ist Korruption. Man rechnet gar nicht damit, dass der Rechtsstaat eingehalten wird, dass er sich durchsetzt. Es ist klar, wir gehen immer den kurzen Weg. Die formalen Prozeduren, schön und gut, aber an die hält sich doch keiner. Wir wissen, wie es wirklich geht. Eine Hand wäscht die andere, beide waschen das Gesicht. Und dann kann man die Fassade einer Demokratie haben, kann vielleicht per Akten sogar alles nachweisen, dass es formal richtig gewesen ist.
In Wirklichkeit regiert das geheim fließende Geld. Das hat damit Liberalität, Freiheitsrechten und Kontrollmöglichkeiten einer selbstbewussten Bürgerschaft nichts zu tun. Deswegen fällt das alles unter den Begriff der illiberalen Demokratie. Und all das ist ein nahtloser Übergang von der autoritären Diktatur hin zur Demokratie, wo man diese Sachen dann beseitigt, oder von einer Demokratie hin zu einer autoritären Diktatur, wo das demokratische System Schritt für Schritt verfällt. In der nächsten Stunde schauen wir uns weitere defekte Formen von Demokratie an und dann werden wir sehen, was sich sinnvollerweise zur Festigung von Demokratien tun lässt. Tschüss.